Zunächst einmal freuen wir uns, dass wir in Kooperation mit der Stadt Papenburg hier eine Stromtankstelle am Rathaus in Papenburg installieren dürfen und auch betreiben dürfen. Das ist mittlerweile unsere 62. Stromtankstelle, die wir EWE-weit aufbauen. Man kann sagen, der Aufbau der Infrastruktur ist ein sehr wichtiger Baustein für die Entwicklung insgesamt der E-Mobilität. Denn auch wenn viele Vorgänge, also ich würde mal sagen zwischen 80% und 90% der Ladevorgänge auch zu Hause stattfinden, ist es sicherlich noch ein Stück weit Sicherheit für den einzelnen Nutzer, dass er die Möglichkeit hat, auch nachladen zu können. Das ist deswegen eine gute Idee, weil wir schon vor 4 bis 5 Jahren als Stadt beschlossen haben, Zeichen zu setzen, um unseren Beitrag zu den Klimaschutzzielen zu bringen. Wir haben 2009, ich habe das hier nochmal mitgebracht, oder 2012 eine lokale Klimaschutzinitiative gestartet, in denen wir 10 Handlungsfelder definiert haben, wo wir tätig werden wollen, um diese Klimaschutzziele zu erreichen. Das, was wir heute hier in Betrieb nehmen, ist natürlich ein wesentlicher Punkt, um Energie zu sparen, um fossile Energieträger einzusparen. Wir haben das Projekt ist uns vor einigen Monaten im Umweltausschuss vorgestellt worden und wir haben das sehr positiv gesehen als Umweltausschuss über die Parteigrenzen hinaus. Wir haben ganz klar gesagt, ja, wir wollen hier in Papenburg eine Stromtankstelle haben. Das ist die Politik der kleinen Schritte, um letztendlich den Klimaschutz in der Welt weiter voranzubringen. Papenburg ist eine moderne, umweltfreundliche Stadt. Wir sind die erste Stadt hier im Landkreis Emsland, die hier so eine Stromtankstelle hat. Und das ist was ganz Besonderes und darauf können wir stolz sein.